Ja, hallihallo, hier ist wieder die Axt im Walde. Und ich befinde mich auch gerade im Walde, in the Forest, unter dem netten Titel Was ist neu in the Forest in der Version 0.16. Wir gucken auch direkt rein und ich sag euch, Wahnsinn, was da für Änderungen gibt. Es sind Haufen Fehler ausgebessert worden, wirklich viel ausgebügelt, ein paar neue Dinge hinzugekommen. Aber hier gibt es ein paar markante Änderungen, die sollte man nicht verpassen. Auf keinen Fall, ja. Wir haben hier definitiv, ich drehe mich um, zack, und das sieht auch alles anders aus. Ich fliege hier mal frei runter. Unity 5 Engine nennt sich hier das ganze neue Zeug. The Forest, ja, ist umgestellt worden auf Unity 5 von der Unity 4. Das heißt, wir haben hier ein paar neue, ich sag mal, Funktionen. Die Entwickler können damit einiges anstellen. Ihr seht, das sieht auch ganz schick hier aus mit dem Wasser. Ja. Das bewegt sich hier auch ganz gut und frei. Von alleine schlägt hier Wellen. Und teilweise ergibt das ganz komische Effekte. Ja. Mal gucken, ob wir das hier sehen. Irgendwann. Ja, ich denke mal, die Änderung der Unity 5 Engine oder auf die Unity 5 Engine, die machen wir hier on the go, während wir ein bisschen hier durchzocken. Ganz neu hier auch angepasstes Ragdoll-Verhalten mit den Haien. Ich weiß nicht, was hier genau angepasst wurde, aber die verhalten sich hier jetzt wie Steine. Ja, das heißt, die Haie liegen hier und da passiert nichts. Ja. Ihr habt es auch gerade gesehen, ab und an ergibt das so einen netten Effekt vom Wasser, ja, dass das alleine hier irgendwo rumschwimmt. Ja, so zum Beispiel, ne? Eindrucksvoll, nicht? Ja, ich weiß auch nicht. Aber sieht auf jeden Fall lustig aus. Und wir haben hier nicht nur schönes Wasser bekommen, sondern neuen Himmel, tolle Wolken, ein paar neue Texturen und ja gut, ein paar neue Texturen ist jetzt wirklich untertrieben. Eigentlich ist hier alles general überholt worden von den Texturen. Ja. Das heißt, wir haben jetzt hier auf fast allen Texturen Reflexionen drauf. Das sieht alles ein bisschen netter aus. Und ich pack hier auch mal das Speedometer dran. Sieht man das gerade? Ein bisschen. Nee. Das sieht man gerade nicht. Ja. Das ist aber auch kein Problem. Ich habe ohne dies vor, einfach mal ein kurzes Stück pennen zu gehen. Wir sind hier mitten in der Nacht. Und das Spiel ruckelt ein bisschen. Ja. Aber da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. So, nochmal hier einfach mal kurz. Und die Sonne ist auch am Aufgehen. Ja, dann machen wir das Speedometer einfach später. Wir haben neue Bäume bekommen, neue Büsche haben wir bekommen. Nicht alle, aber ein bisschen hier, ein bisschen da. Ich sag mal, ich lasse euch das auf jeden Fall zum Erkunden hier. Ja, das könnt ihr euch dann ja angucken. Und ihr habt auch gesehen, da hat sich ein bisschen was verändert hier. Ja, von der Landschaft, ganz klar. The Forest ist wieder ein bisschen angepasst worden. Von der Landschaftsgestaltung, ja, ich sag nicht viel, ja, aber definitiv so viel, dass man hier im Spiel einsteigt, bisschen im Wald rumläuft, nicht sich denkt so, oh Mann, das ist ja ein Wahnsinn, ja, da hat sich viel getan. Ja, wo sich auch viel getan hat, ist, dass hier an den Randbereichen der Insel ein bisschen unter Wasser steht. Ja, das kann man hier gut erkennen. Man kann hier auch problemlos rumlaufen. Ja, aber irgendwann ist dann Wasser angesagt. Oh, Fische! Ja, und das war hier gerade so eine Welle. In der bin ich drin gewesen. Die Fische sind da auch. Ja, Haufen Fische. Tiere ergeben sich auch ein bisschen komisch aktuell. Manchmal sind sie da, manchmal sind sie nicht da. Und wenn sie dann da sind, gibt es das in Massen. Ja, Vögel gibt es in Massen. Wildschweine sehen übrigens wunderbar aus, mit der neuen Grafikdarstellung wirklich wunderbar. Tiere im Generellen, die laufen jetzt auch nicht mehr durch Bäume und andere Hindernisse durch,
sondern die knallen da entweder voll rein, ja, was aber nicht der Fall ist, oder aber weichen den Hindernissen aus. Ja, habt ihr das gesehen? Ist ausgewichen, das Vieh. Ja? Was auch ganz neu ist, wir haben hier Sounds für den Spielercharakter und auch Sounds für manche Gegner. Sonnenaufgang mit Regen, wunderbar. Ja, ich denke mal, das mit dem Pedometer kann ich euch hier jetzt demonstrieren. Oder aber noch immer nicht. Das ist hier zum Haare ausraufen. Ja, ein bisschen, da hat man kurz eine Reflexion gesehen. Ist nichts Aufregendes, aber das ist auch nicht das, was ich im Prinzip hier zeigen wollte. Gut. Was auch ganz neu hier dabei ist, Fischerstände. Sie lassen sich beklettern. Jeder Fischerstand hat hier so ein Seil dranhängen. Man kann hier oben dran klettern. Und das funktioniert auch tadellos. Ja, rauf, runter, alles ohne Probleme. Was auch nett ist, habe ich hier ein Feuerzeug in der Hand und beginne zu klettern. Dann bleibt das Feuerzeug auch ausgerüstet, wenn ich hier auf ein Seil drauf kletter. Das ist dann nicht weg, beim Absteigen ist das auch nicht weg. Und grundlegend ist das Klettern verbessert worden. Das heißt, man fällt hier nicht durch, fällt hier nicht runter und so weiter und so fort. Ja. Hat sich auf jeden Fall ein bisschen was getan. Und für die einen oder anderen, die das auch schon beobachtet haben, ja, ich kann hier ein bisschen so. Ja, Pflanzen biegen, nicht alle. Ja. Vor allem geht es hier aber um das Gras. Das heißt, Gras biegt sich jetzt mit, wenn hier ein Tier oder ein Spieler durch das Gras läuft, kann man das gut erkennen. Ja, gerade bei den Tieren, die, ich sag mal, gleich hoch sind, teilweise wie so Grasbüschel, da macht das gut was her. Das ganze Zeug ist auch gebogen. Ich laufe jetzt auch mal hier zum Gänsesee. Ah, es gibt nämlich hier zwei Arten von Wasser. Das eine ist das Wasser, das die Insel umgibt. Wo ist dieser Gänsesee jetzt? Ich denke mal hier drüben irgendwo. Weiß aber nicht mehr genau, wo ich jetzt hier lang gelaufen bin. Ja, ich denke mal, das passt hier irgendwie. Zwei Arten von Wasser. Das eine Wasser ist um die Insel herum und das andere Wasser ist hier bei den Teichen. Ja. Das heißt, die Reflexion und das Verhalten des Wassers ist überall ein bisschen anders. Ja, ihr könnt das hier schön und gut erkennen. Und auch ist ganz neu, dass hier mit der Tiefe des Wassers teilweise auch das Wasser trüb oder trüber dargestellt werden kann. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine Änderung aus der Unity 5 Engine ist. Aber ich kann definitiv sagen, das ist eine neue Sache, die ist hier auch dabei. Und ja, viele Pflanzen, viele Bäume lassen sich jetzt umhacken, was vorher nicht der Fall war. Das sagen zumindest die Entwickler. Aber ich habe zum Beispiel noch nicht geschafft, hier um bestimmte Baumarten umzuhacken. Ja. Laut den Entwicklern soll das jetzt wirklich mit jeder Pflanze und jedem Baum funktionieren. Ja, wie gesagt, umgestaltet worden ist hier einiges auf der Insel. Und heute kam im Forum auch die Frage auf, im Forum auf survivetheforest.net, forum.survivetheforest.net. Ist die Insel denn größer geworden? Das sieht hier alles so groß aus, ja. Mittlerweile kann ich das bestätigen. Ich denke, da geht's auch nicht direkt darum, dass die Insel richtig groß geworden ist, sondern das ist eine Sache, dass sich die Wege, ich denke mal, verlängert haben. Ja, nicht von der Laufgeschwindigkeit der Spielfigur, sondern grundlegend. Ich sag mal, als Vergleich, was vorher 1 Meter war, das kann jetzt hier vorkommen, dass das 2 Meter sind. Ja. Man läuft ein bisschen länger, vieles wurde hier umgestaltet. Und was den Gänsesee betrifft. Oh, Gänse. Da sind die Gänse.
Die Entwickler benennen das Ganze als Gänsesimulator. Das heißt nämlich, dass die Gänse hier von einem See wegfliegen und sie fliegen weiter zum nächsten See. Ja. Das heißt, man kann sie verfolgen, ihnen nachlaufen und auch das gesamte Verhalten der Gänse studieren. Da vorne sind sie, die fliegen ja aber recht flott. Ich weiß noch nicht, wo die überall hinfliegen. Da vorne irgendwo sind die Viecher noch. Ja, da ist so ein Reh jetzt reingelaufen, ne? Das kann natürlich passieren, dass man hier mitten in der Verfolgungsjagd steckt mit den Kannibalen. Wirklich um sein Leben läuft und auf einmal ist hier ein Reh, das einen reingelaufen ist. Ja. Früher war das Wurst. Da hatten die Tiere noch nicht so saubere Kollisionsabfragen. Ja, jetzt geht das gar nicht. Das heißt, das Vieh läuft einem rein, man steht hier in der Mitte fest. Das ist es. Ja. Aber gut, muss man sich ein bisschen damit abfinden. Beziehungsweise einfach gewöhnen dran. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich das erwähnt? Ja, ich denke mal schon, ne? Neue Sounds hier von den Gegnern und auch für die Spielfigur. Ich demonstriere das mal kurz. Spielfigur, ja? Ja, so hört sich das an, wenn die Spielfigur hier voll am Abzocken ist. Ja, nochmal hier. Kannibalensee sieht auch schön aus, ne? Ein bisschen neblig, keine Frage. Arme und Beine lassen sich jetzt auch, ja, ich sag mal, braten. Ich habe ein bisschen ein Problem damit, das so zu artikulieren. Aber das ist die Wahrheit, das kann man hier jetzt braten. Ja, natürlich auch essen, aber das sagen die Entwickler selbst gut. Überlegt euch das bitte selbst. Und ich sag gut, es ist im Endeffekt nur ein Spiel. Ja, das heißt, alles, was hier geschieht, ist reine Fiktion und hat mit der Realität nichts zu tun. Und gleichzeitig sage ich aber auch dazu, die Grenzen um Moral und sag, gewisse Schwellenwerte zu überschreiten, die sind dann doch relativ dünn gesät. Ja, einfach gucken, was ihr hier tatsächlich machen möchtet. Ein Spiel ist nicht gleich ein Spiel. Immerhin beeinflusst das ja auch das Denken und Handeln eines jeden, der Spiele spielt. Ja? Das nicht zu unterschätzen. So, meine Flüssigkeit geht zur Neige. Ich trinke hier auch mal was und essen will der gute Mann auch noch was. Ihr seht das. Das Inventar sieht auch ein bisschen anders aus. Die Kassette blinkt hier und auch das Seil rechts oben blinkt. Ja? Finde ich ein bisschen komisch, weil ungewohnt. Ja. Aber ich denke mal, hey, wir sind in der Version 0.16 von The Forest angelangt. Das ganze Ding gibt es jetzt hier. Ja, knapp ein Jahr. Tatsächlich hier. Ende April, denke ich, ging das los. Oder war das Ende Mai? Weiß auch nicht mehr genau. Ja. Aber auf jeden Fall, so sieht das aus. Ich zeige euch jetzt hier in den Optionen die neuen Einstellungen. Wir haben hier Level of Detail. Ja, das heißt, der Detailgrad der Grafikdarstellung, der kann sich hier nochmal anpassen lassen. Ultra Low, ja, war ehemals Laptop. In anderen Optionen, sag ich mal. Aber die Level of Detail Option, die Einstellung ist neu und da kann man grundlegend den Detailgrad der Grafik ein bisschen anpassen. Was gibt's hier noch neu? Sunshine Occlusion, ja, dass hier die Lichtstreuung, die Sonnenlichtstreuung kann man hier anpassen mit ein oder aus. Und was gab's da noch? Da gab's doch hier noch was. Ja. Nee, eigentlich nicht. Was hier aber noch gibt, sind die Control Settings. Ja. Das heißt, ich kann das hier direkt einstellen. Ich kann alle Tasten hier direkt im Spiel neu belegen, wenn ich das so möchte. Für die Tastatur, für die Maus und auch für das Gamepad. Ja. Das heißt, Jungs und Mädels, wenn ihr hier mit dem Gamepad spielen möchtet oder mit dem Controller, nur zu. Ja, jetzt ist The Forest definitiv dafür ordnungsgemäß vorbereitet. Hier haben wir irgendwo gesehen, im Augenwinkel, dass eine Schildkröte durchquetscht. Die kommt da genau. Oh, richtig rausgeschossen kam die gerade. Ja.
Experimentelle Wände übrigens, ja. Die halten jetzt auch Tiere und Gegner davon ab, dass die durchdringen. Tote Vögel, die geben, wenn man auch nochmal auf sie einkloppt, was ich natürlich nicht empfehlen kann, die geben ein bisschen Federn ab, beziehungsweise es kann passieren, dass die Federn abgeben. Und wir gucken. Ja, jetzt sieht das gut aus. Ihr könnt das hier erkennen. Ja, die Reflexion direkt auf der Glasoberfläche vom Pedometer. Ganz eine nette Sache. Ich baue mir hier einen Bogen. Wie ging das nochmal? Hier, so, Bogen. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Stecken hinzu. Ja, und ich rüste jetzt auch mal hier den Bogen aus, steck das Pedo ein und kann euch hier was Nettes vorstellen. Ihr seht hier, wir haben hier so eine Kimme vorn dran, dass das Zielen, die das Zielen erleichtert. Ja. Und genauso sieht das auch aus. Das Zielen mit dem Bogen ist um einiges einfacher geworden. Auch grundlegend das Verhalten, wie man mit dem Bogen umgeht, das ist ganz nett geworden. Das Wildschwein, was mit dem Wildschwein? Wo ist das? Nee, kein Wildschwein. Gut, Einbildung ist auch eine Bildung, das kann vorkommen. Und ich gehe hier mal auf die Reise. Oh ja, wir haben hier schon Gegner parat. Nee, zwei Gegner parat. Ja, den habe ich nicht getroffen. Ja, den habe ich getroffen. So, grundlegend. Ich möchte euch aber auch noch, ja, Lurch, gut, euch auch noch was zeigen. Ja, da gibt es nämlich hier, wie heißt das? Den fliegenden Axtangriff. Ja, das heißt, ich springe hier, während ich nach unten gucke, springe ich und drücke dann die Angriffstaste. Das sieht dann ungefähr so aus. Nee, nicht so. So, und das heißt, umso länger ich hier die linke Maustaste gedrückt halte, ja, desto eher behält unsere Spielfigur noch die Axt in der Hand. Und wenn ich dann auslasse, dann gibt es hier wirklich was draufgekloppt. Ungefähr so. Ja. Das heißt, springen, runter gucken und zuhacken. Irgendwie manchmal, ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber das hakt hier ein bisschen. Das heißt, ich drücke hier öfter mal mit der Leertaste zum Springen rum und auch während dem Springen mit der linken Maustaste, aber passieren tut ja nicht viel. So, ich guck, wo haben wir hier einen Baum mit den neuen Texturen? Ja, der wird auf jeden Fall jetzt nicht so einfach zu finden sein. Die Baumstämme fliegen auch nicht mehr quer durch die Gegend, wenn man die umhackt. Und das mache ich jetzt auch direkt. Ich hack hier einen Baum um, wie ich es noch nie in meinem Leben zuvor gemacht habe. Ja, ratzfatz. Oh Mann, und der Mann wird müde. Er wird sehr müde. Ja, er wird müder als müde. Und darum wird hier nochmal gegessen. Nicht nur um die Ausdauer aufzufüllen, sondern auch den Hunger zu stillen. Und wir hacken munter drauf wieder los, als ob es keinen Morgen mehr geben würde. Sieht nett aus, ne? Keine rumfliegenden Baumstämme mehr. Ich habe auch irgendwie so den Eindruck, dass hier die Gegner tagsüber gar nicht wirklich großartig vorhanden sind. Bis auf die hungrigen Kannibalen. Ja? Die fliegen natürlich noch ein bisschen, aber nicht so wie vorher. In den vorangegangenen Versionen, wo dieser Fehler noch nicht behoben war. Und ich hack hier noch einen Baum um, weil mir das einfach heute so Spaß macht. Ja, in Wahrheit möchte ich ein paar Gegner anlocken. Ich geb's zu.
Wir haben hier noch etwas, das ich euch zeigen möchte. Ich habe das auch selbst noch nicht gesehen. Ja, sehr schön dahin geflogen. Aber ich denke mal hier wirklich großartig. Normale Kannibalen werden wir hier nicht bekommen. Das heißt, was machen wir hier? Ich mache mal das Buch auf, in dem auch einiges laut den Entwicklern angepasst wurde. Hallo? Was bist eigentlich du für eine Pflanze? Dich kenne ich noch gar nicht. Ja, sieht aus wie eine, ich weiß nicht, wie ein Kaktus. Im grünen Bienen-Look, ja. Bienen-Look. So. Und ich hole mir jetzt hier noch ein paar Baumstämme. Ja. Es lassen sich nicht alle Büsche hier kaputt machen, ja. Aber dafür macht das ordentlichen Bums, wenn ich hier einen so einen Baum anhacke. Hier ist ein Wildschwein, das läuft hier wie bekloppt und aufgescheucht durch die Gegend. Ihr habt es auch gesehen. Man kann das gut erkennen, wenn hier ein Vieh durch die Gegend läuft. Ja, alles biegt sich ein bisschen. Das Gras, die Büsche, die Bäume und das Vieh ist jetzt wirklich hier. Das will hier einen Kampf mit mir jetzt austragen. Ich weiß aber nicht warum. Ich hab dir nichts getan, Wildschwein. Ja. So, wir machen hier mal gute Nacht. Auch um The Forest mal hier ein bisschen in der Nacht darzustellen für euch. Ich sehe einfach nichts. Das ist hier zappenduster, was ich heute aber nicht machen möchte und auch nicht werde, ist, dass wir hier die Höhlen angucken. So, ich bin hier jetzt auch mal ein bisschen gesprungen. Ich habe da noch Gegner suchen müssen und hier sind wir auch schon. So. Lass mich da auch mal ein bisschen umbringen. Ja, und das ist jetzt hier neu. Willkommen. Ja, beim Ich lass mich mal einfach ein bisschen abschleppen Simulator. Ja, das heißt, ich kann hier zugucken, wo schleppen mich die Gegner hin. Das ist ein ganz neues Erlebnis auf jeden Fall. Ich habe hier gerade. Nee, gut. Ist auf jeden Fall nicht so tragisch, wie ich gedacht habe. Ihr seht das hier, das Feuer bleibt mal direkt an. Ich bin auf jeden Fall verschleppt worden und da kann ich einfach zugucken, wo mich hier die Gegner hinzerren. Und ich bin auch direkt wieder im Kannibalendorf. Jawohl. Ausgezeichnet. Ja. So sieht das aus. Das sind auf jeden Fall die großen neuen Änderungen aus der Unity 5 Engine und auch sonst, was in The Forest neu ist. Ich sag mal, guckt euch das einfach an. Ja. Ihr werdet auf jeden Fall das eine oder andere entdecken in The Forest. In der Version 0.16, was hier neu ist. Ich sag mal, ich habe auch schon ein paar Erfahrungen gemacht. Ja. Bin teilweise sehr verwundert, was es hier an und für sich zu sehen gibt, beziehungsweise was hier der Spieler erwarten kann. Und ich weiß nicht, ja, aber ich persönlich habe da so ein Gefühl, dass die Änderungen in dieser Version wirklich sehr heftig sind. Heftig gut. Wirklich heftig gut. Und wenn die Entwickler mindestens so weitermachen, wie sie das bisher gemacht haben, dann sehe ich hier für The Forest absolut gutes grünes Licht mit einer guten Zukunft. Ja, aber bis das dann soweit ist, dass wir mal aus der Alpha-Phase draußen sind und die Entwickler hier wirklich das Feintuning vornehmen, den Inhalt für das Spiel bereitgestellt haben,
wo man sagt, gut, das ist jetzt wirklich durchdacht, da geht was weiter und wir haben hier ordentlich Inhalt, mit dem sich auch was anfangen lässt. Da wird noch ein bisschen vergehen, wie gesagt, ein knappes Jahr haben wir jetzt hinter uns. Und ich bin gespannt, was wir hier sonst noch zu sehen bekommen. The Forest ist auch optimiert, was die Leistung bzw. den Hardware-Hunger betrifft. Oh ja, das ist die Änderung, die ich euch noch zeigen wollte. Der Renderer, ja, das heißt die Art und Weise, wie das Spiel die Darstellung berechnet, der kann hier eingestellt werden. Ja, empfohlen, recommended, ist der Deferred Renderer, das heißt die verzögerte Darstellung, wobei das verzögert, ja, nicht wortwörtlich zu verstehen ist, dass eher eine Art und Weise, wie das Spiel im Hintergrund damit umgeht. Und Legacy ist, wie hier auch steht, für ältere Systeme oder ältere Grafikkarten an für sich. Probiert das aus. Ja, wenn ihr hier Rechner habt, die hier nicht so flott unterwegs sind, wo ihr auch The Forest zocken möchtet, das Ganze vorzugsweise flüssig, ja, probiert das einfach aus. Die Entwickler stellen hier einige Möglichkeiten zur Verfügung und ich denke mir, das wird auf jeden Fall was werden. Das war auf jeden Fall mal wieder, was ist neu in The Forest, diesmal in der Version 0.16 mit der Axt im Walde, auch wenn es ein bisschen länger heute gedauert hat. Ich denke mal, beziehungsweise ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr euch freut, hier wieder zugucken zu können, beziehungsweise zugeguckt zu haben. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn euch das freut. Das war die Axt im Walde. Ich bedanke mich fürs Zugucken und sag mal viel Spaß bis zum nächsten Mal oder auch, wenn wir uns im Forum gemeinsam treffen, um vielleicht den ein oder anderen Bug oder das eine oder andere Erlebnis miteinander zu teilen. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal.